Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige Leute, die solche Vorzeige-High-Performer wie René Benko sind. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. René Benkos Geschichte ist die perfekte Aufsteiger-Story. Von ganz unten bis zum Milliardär mit 40 Jahren. Die perfekte Parabel dafür, was im Kapitalismus so alles möglich ist, den wir auf diesem Kanal ja alle so sehr lieben. Oder verbirgt sich hinter der Fassade doch ein böswilliger Unternehmer, der Firmenpleiten wie Karstadt gerne in Kauf nimmt, um sein eigenes Imperium zu vergrößern? Seine Story beginnt hier. Er wird als Sohn eines Gemeindebediensteten und einer Erzieherin geboren. Im Alter von 17 Jahren wird er durch das Unternehmen eines befreundeten Baumeisters erstmals mit der Immobilienbranche vertraut gemacht. Wie bei vielen in seinem Alter interessiert es ihn einfach mehr Kohle zu machen, als in die Schule zu gehen. Am Ende verlässt er dann auch die Schule wegen zu vieler Fehltage und wird auch nicht zur Matura bzw. ne, wir sind ja ein deutscher Kanal, zum Abitur zugelassen. Eine Zeit lang lernt Benko noch die Kunst des Verkaufens beim deutschen Finanzdienstleister AWD, die auch sehr eng mit diesem Kollegen hier verknüpft ist, heute besser bekannt als Swisslife Select. Also klassischer Strukturvertrieb, ne, ihr wisst schon. Die Leute, die sich nach dem Abi irgendwann mal bei euch melden und über WhatsApp irgendwelche Versicherungen andrehen wollen. Dann bricht er aber auf zu höheren Herausforderungen. Benko war nämlich schon in jungen Jahren ein echter Macher. Während die meisten von euch in seinem Alter online über irgendwelche ETF-Strategien diskutieren, entwickelte er mit 24 schon Immobilienprojekte für mehrere hundert Millionen. Seine erste eigene Million hatte er bereits mit 20 Jahren auf dem Konto. Wie er das Ganze gemacht hat und du es auch ganz einfach nachmachen kannst, erfährst du in den folgenden vier Schritten. Schritt 1. Finde einen Mentor und Geschäftspartner. Also nicht so einen. René hat sich nach der Schule mit einem Freund seiner Familie zusammengetan, der Erfahrungen mit dem Ausbau von Dachböden hatte. Zusammen haben sie dann alte Dachböden saniert und als Wohnungen weiterverkauft. Schritt 2. Finde eine Nische und einen reichen Erben. Beim Ausbau der Dachböden, die ja genau genommen auch eine Nische für sich sind, verkaufte René eine der Wohnungen an einen reichen Tankstellenerben. Beide verstanden sich so gut, dass dieser Benko mehrere Millionen für sein nächstes Immobilienprojekt gab, Ärztezentren. Diese waren damals Anfang der 2000er recht neu und somit eine sehr lukrative Nische. Schritt 3. Mach immer größere Deals. Nach der für die Immobranche eher kleineren Deals gelingt es Benko, das Tiroler Kaufhaus in Innsbruck zu kaufen und komplett umzubauen. Das neue Tiroler Kaufhaus wird instant zu einer Sehenswürdigkeit der gesamten Stadt und direkt zum Erfolg. Ein Hauptgrund war das von Benko installierte Shop-in-Shop-System, was für die damalige Zeit auch sehr neu und revolutionär war. Schritt 4. Timing. 2007 bahnte sich ja die Finanzkrise an. Genau dann kaufte Benko zwei Wiener Altbauten, in denen Banken saßen, die Geld brauchten. Er investierte fast eine halbe Milliarde und baute eins der Häuser in ein Luxushotel um und das andere vermietete er mit Shops, Wohnungen etc. Heute ist es als Goldenes Quartier bekannt und eines der teuersten Immobilien in ganz Österreich. In einem Alter, in dem der Durchschnittsboomer die erste Midlife-Crisis hat, ist René Benko endlich hier angekommen. Laut Forbes beträgt Benkos aktuelles Nettovermögen etwa 6,1 Milliarden US-Dollar. Sein Immobilienunternehmen, die Signa Holding, besitzt mehr als 50 Millionen Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von über 3 Millionen Quadratmetern in Ländern wie Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Im Jahr 2020 beträgt der Wert des Immobilienportfolios der Signa Holding etwa 17 Milliarden Euro. Und das Unternehmen beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter in ganz Europa über sein Portfolio. Ab hier könnte man jetzt sagen, ja, reicht, lassen wir das Ganze mal so weiterlaufen und ich führe ein zurückgezogenes Leben und überlege mir, wie ich möglichst wenig arbeiten muss und werde Privatier à la Robert Geis. Das ist aber nicht René Benko. Er hat sich mit ein paar Kollegen zusammengesetzt und beschlossen, nochmal so richtig Kohle zu verdienen. Denn wie es sich für einen Milliardär gehört, gibt es auch noch ein paar kleinere Kontroversen. Und die größte Kontroverse bereitet heute noch dem Durchschnittsdeutschen Bauchschmerzen. René Benko hat schon lange Interesse an den wertvollen Kaufhausimmobilien der angeschlagenen deutschen Konzerne Karstadt und Galeria Kaufhof. Er wartet auf eine günstige Gelegenheit, um zuzuschlagen. Im Jahr 2009 rutscht Karstadt in die Pleite und Benko sieht seine Chance. Er versuchte erstmals erfolglos, Galeria Kaufhof im Jahr 2009-2010 zu übernehmen. 2012 kaufte dann für 1,1 Milliarden Euro 17 Karstadt-Häuser und somit Immobilien in Toplage. Ein Deal, der ihn in ganz Deutschland bekannt macht. Im Jahr 2018 fusioniert er Karstadt mit Galeria Kaufhof zur zweitgrößten Warenhauskette Europas und wird zum alleinigen Eigentümer. Nun hat er in fast allen deutschen Großstädten riesige Immobilien in 1A-Lage. Um die Warenhäuser zu modernisieren, lässt Benko sie nach dem Shop-in-Shop-System in kleinere Malls umbauen. Durch diese Veränderung hat er den Mietern der Immobilie ermöglicht, ihre eigenen individuellen Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes zu gestalten und selber zu betreiben. Aber er erhöht auch die Mieten und baut Servicepersonal ab.
Tausende Angestellte verlieren dadurch ihre Jobs. Der Pöbel tobt und Benko hört hier natürlich nicht auf, das Gemeindevolk zu triggern. Der Konzern hat nämlich mehrmals das sogenannte Schutzschirmverfahren beantragt, um die Sanierung zu erleichtern. Für die Nerds unter euch, dabei handelt es sich um ein besonderes Instrument im deutschen Insolvenzrecht. Schon beim ersten Verfahren hatten Gläubiger auf Milliardenforderungen verzichtet, um das Überleben der Warenhäuser zu sichern. Mehrmals unterstützte auch die Bundesregierung kräftig. Insgesamt wurden rund 680 Millionen Euro Steuergelder aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes in das Unternehmen investiert. Mal als Kredit und mal als stille Einlage. Die Kosten bleiben also mal wieder beim Steuerzahler hängen. Als BWLer wollen wir aber anmerken, dass Warenhäuser, unabhängig von Benko halt, auch nicht mehr das geilste Businessmodell sind. Einige von euch haben vielleicht schon mal von diesem Amazon oder Zalando gehört, das dem ganzen Konzept irgendwie zu schaffen macht. Und weil das Top-Management natürlich nicht auf den Kopf gefallen ist, schüttete die Signa Holding von Benko auch über 500 Millionen Euro Dividenden an die Aktionäre aus. Davon sollen über 100 Millionen direkt an Aktionär René Benko selber gegangen sein. Auch eine Art staatliche Subvention zu nutzen. Nice. Als Sahnehäubchen on top werden außerdem im Zuge der Übernahme Vorwürfe laut, dass Benko und sein Team durch Preisknüller und Lockvogelangebote die Karstadt-Kunden in die Irre führe. Dies führt am Ende sogar zu einer Untersuchung durch das Bundeskartellamt. Das stellt fest, dass Karstadt unter Benkos Führung mehrere Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht begangen haben soll. Das Unternehmen wird schließlich mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Euro belegt. Benko selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten und sagt, dass er und sein Team stets im Einklang mit dem Gesetz handeln. Ja, ist ja auch nicht so, als würde er am laufenden Band Leute feuern, um Kosten zu sparen. So wie bei einer weiteren umstrittenen Übernahme von Benko Signa Holding, nämlich die des österreichischen Warenhausunternehmens Kika Liner. Nach der Übernahme kommt es zu massiven Einsparungen und Entlassungen, was zur Kritik seitens der Gewerkschaften führt. Aber mal ehrlich, irgendwie muss man ja auch den ROI für seine Investoren generieren. Und wie jeder erfolgreiche Milliardär kann man sich zur Not ja auch einfach gute PR wieder kaufen. Benko besitzt seit 2018 Anteile an der reichweitenstärksten österreichischen Tageszeitung, der Kronenzeitung, und am Kurier. Also, falls er mal mit seinem Öffentlichkeitsbild etwas unzufrieden ist, wäre der Weg jetzt auch nicht weit, da irgendwie nachzuhelfen und das Ganze aufzubessern. Aber das ist nicht alles. Oft in der Kritik steht sein Geflecht aus Firmenkonstrukten, das sich über mehrere Länder und Rechtsformen erstreckt. Die Low-Performer vom Öffentlich-Rechtlichen bezeichnen das sogar sinngemäß als fragwürdige Methode zur Steueroptimierung in der WDR-Doku über ihn. Aber mal ehrlich, ich persönlich würde sagen, als Unternehmer auf dem Level ist das eigentlich höchst sinnvoll und todeseffizient. Wir wären aber nicht wir, hätten wir da nicht mal genauer drauf geschaut, weil vielleicht kann man ja was daraus lernen. Aber grob gesagt, wir sehen mehrere Stiftungen, teils mit Sitz in Liechtenstein und Subfirmen Luxemburg. Also der absolute Klassiker. Und ich meine, solange sich alles im legalen Rahmen bewegt, ist es meiner Meinung nach jetzt auch nichts Verwerfliches, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen. Aber schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber auch all diese Vorwürfe scheinen an ihm abzuprallen und seine Macht wächst weiter. Er ist nicht umsonst an der Spitze des europäischen Immobilienhimmels und besitzt Juwele wie das Chrysler Building in New York. Falls ihr die Serie Peaky Blinders kennt, könnte man meinen, dass Thomas Shelby an der Person des René Benko inspiriert worden ist. Ein richtiger High-Performer ist natürlich nicht nur an Macht und Geld interessiert. Klar, Benko hat eine Menge von beiden, aber so erfolgreich wird man nicht nur mit Macht und Geld, sondern auch mit Einfluss. Und wo holt man sich da Rückendeckung? Natürlich aus der Politik. Schauen wir uns mal den Beirat der Signa Holding an. Hier sehen wir zum Beispiel Alfred Busenbauer, ehemaliger Bundeskanzler von Österreich, Susanne Ries, ehemalige Vizekanzlerin von Österreich, Walid Schammer, Ex-Co-Präsident von Morgan Stanley und Roland Berger, also der Allerechte. Ein mächtiges Imperium also. Aber hier ist noch nicht Schluss. Ein anderes Beispiel. Benko war sogar einst Teil der österreichischen Delegation in Abu Dhabi bei einem Staatsbesuch von Kanzler Kurz. Zufälligerweise kaufte er nur wenige Wochen später das New Yorker Chrysler Building von, ihr könnt es euch schon fast ahnen, dem Abu Dhabi Investment Council. Eine Szene wie bei House of Cards. Aber wie geht es in Zukunft weiter? Wie ihr euch vorstellen könnt, hört jemand wie Benko nie auf groß zu denken. Die Signa plant nämlich den Bau des höchsten Gebäudes Deutschlands. Der Elb Tower soll eine Höhe von 245 Metern haben und direkt neben der Elbphilharmonie im Stadtteil der Hafencity gebaut werden. Wieder ein ordentlicher Flex. Ein anderes aktuelles Projekt ist die Replizierung eines Berliner Wahrzeichens in Wien. Das KDW soll erstmals in Wien seine Tore öffnen. Das Gebäude soll in der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirks gebaut werden und soll eine Fläche von 20.000 Quadratmetern umfassen. Ja, Freunde, dieses Video war übrigens von euch inspiriert. Also, wenn ihr noch andere Personen oder Unternehmen porträtiert haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sonst schaut auch mal gerne bei Valois vorbei. In dem Video geht es um das neue Medium von Julian Reichelt und welcher Milliardär dahinter steckt. Ciao.